Willkommen zu Tag 8 der Reise eines Redners. Heute geht es um das wunderschöne Thema Liebe. Und ich habe für mich meinen Lebenssinn definiert als Menschenförderer, der täglich die Liebe in sich und für andere Menschen genießt. Und ich bin so dankbar dafür, wie viel Liebe ich seit dieser Entscheidung in mir spüren durfte und auch in meinem Umfeld und gerade auch in meiner Partnerschaft erfahren habe. Und ich möchte heute mit dir drei Geheimnisse teilen, die ich für mich in den letzten Monaten und Jahren gespürt habe, die für mich ja, den Weg zur Liebe ebnen. Und der erste Punkt ist für mich Selbstliebe. Selbstliebe bedeutet für mich, dass ich mich annehme und akzeptiere, so wie ich bin. Und die Einsicht, du bist vollkommen, du bist ein vollkommenes, göttliches Geschöpf und du bist wertvoll und mächtig, so wie du bist. Und vielleicht kannst du auch starten mit, wenn es dir noch schwerfällt, zu sagen, ja, ich liebe mich so, wie ich bin. Ich mag mich so, wie ich bin. Ja, diese Sätze immer wieder nach und nach einfließen zu lassen. Beispielsweise auch in deine Morgenroutine. Und so Stück für Stück diese Sätze auch immer mehr zu fühlen. Gepaart mit dem Satz, ja, ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Das war für mich auch als Perfektionisten ein Schlüsselsatz, um mir klarzumachen, dass ich okay bin, dass ich gut bin und genug bin, so wie ich bin. Und ich muss nicht perfekt sein, auch wenn das vielleicht in meinem Kopf noch so eingetrichtert ist aus früheren Erfahrungen oder Prägungen, dass ich nur Anerkennung finde und Liebe erfahre, wenn ich perfekt bin. Aber das ist nicht so. Du bist perfekt, so wie du bist und ein Geschenk für die Welt. Deswegen Selbstliebe für mich der erste Schritt, um auch Liebe gegenüber anderen und eine tiefe Verbundenheit führen zu können. Der zweite Punkt ist für mich Kommunikation. Kommunikation sowohl in dir, also ja, welche Sätze sagst du zu dir, welche Selbstgespräche führst du dir? Ist das eher bestärkend und aufmunternd, wertschätzend oder eben destruktiv und geringschätzend und demotivierend? Und ja, so ist für mich das Selbstgespräch auch ein essentieller Faktor, um diese Selbstliebe und die Verbundenheit mit dir aufzubauen und im nächsten Schritt auch natürlich die Gespräche, die du mit den Mitmenschen, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinem Freund, deiner Freundin, deinem Mann, deiner Ehefrau führst. Und diese Transparenz auch zu haben, Gefühle zu zeigen, zu kommunizieren und auch beim anderen zu akzeptieren, dass es ihm vielleicht schwerfällt, Gefühle zu zeigen. Ich glaube ja, gerade wir Männer tun uns da tendenziell auch schwerer. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung auch bezeugen und spüre gerade, wie gut es tut, da immer auch selber noch offener zu sein und wirklich zu zeigen, was gerade in mir vorgeht, was es meiner Partnerin viel einfacher macht, auch nachzuvollziehen, was sich gerade bei mir tut. Und wenn es auch mal ein ja, emotionaler Ausbruch ist, dann ist es das, was du gerade fühlst und du lässt den anderen doch teilhaben. Und danach ist es irgendwie wie so ein, ja, es ist wie so ein Eis, das gebrochen ist und du kannst auf einer anderen Basis auch miteinander kommunizieren. Und ob das jetzt Kommunikation über Gefühle ist oder auch die Kommunikation über ja, tägliche To-Dos oder was machst du jetzt heute an deinem freien Tag, wie gestaltest du den Tag, wie kommunizierst du deine
deine Dinge, die du gerade tust, wenn du in deiner Welt vielleicht bist. Also mir geht es manchmal so, wenn ich halt total fokussiert bin auf das, was ich aktuell tue und Lea sagt zu mir irgendwas, dann bin ich dann wie aus einer anderen Welt erstmal gerissen. Und da war mal zu sagen, ja, okay, in 2 Minuten bin ich bei dir. Das einfach kurz zu kommunizieren, anstatt nichts zu sagen und einfach zu ignorieren und den anderen irgendwie dastehen zu lassen. Deswegen, ja, habe ich für mich auch gelernt, wie wichtig es ist, gerade in so alltäglichen Situationen auch zu kommunizieren und damit der andere auch weiß, woran er ist. Der dritte Punkt ist für mich Freiräume lassen. Es hört sich vielleicht paradox an, aber ich glaube, dass dadurch, dass du dem anderen Freiräume lässt, baust du auch eine tiefere Verbundenheit auf. Und ich glaube, dass jeder die Chance haben sollte, sich auch persönlich zu verwirklichen in der Partnerschaft. Und so habe ich das auch ja, für mich überlegt, als ich den Heiratsantrag Lea gemacht habe, als ich Lea den Heiratsantrag gemacht habe. Was bedeutet für mich Ehe? Und das ist ja ein Bund fürs Leben, aber Bund hört sich für mich wie eine Bindung, eine Abhängigkeit an. Aber für mich ist es eher ein Commitment für gemeinsames persönliches Wachstum in tiefer Verbundenheit. Ja? Das bedeutet, jeder darf sich treu bleiben, soll sich nicht verstellen, sondern sich treu bleiben und gleichzeitig besteht eine tiefe Verbundenheit, indem jeder ja zum anderen sagt, aber gleichzeitig auch ja zu sich selbst. Und das ist für mich ein unheimlich wertvoller Schatz, den ich aus meiner eigenen Beziehung erfahren habe und den ich dir auch mitgeben möchte, einmal für dich zu überlegen, wie du Freiräume dir schaffst und auch deinem Partner gewährst. Genau, das waren für mich drei Geheimnisse, die für mich ja mit Liebe und einer liebevollen Verbundenheit, einer liebevollen Beziehung mit dir und mit anderen Menschen einhergeht. Und ich bin gespannt, was deine Gedanken zu dem Thema sind, wie du Liebe für dich definierst und wie du ein liebevolles Leben führst. Ich wünsche dir einen genialen, fantastischen Tag, einen liebevollen Umgang mit dir und mit den Mitmenschen in deinem Umfeld. Alles Liebe, dein Friedrich.